werden, ey. Ja, man muss sagen, in der ersten Halbzeit haben wir, glaube ich, das bessere Spiel von beiden Mannschaften gemacht, haben aus meiner Sicht einen Elfmeter hätten wir eigentlich kriegen müssen. Ligwegen, muss man auch sagen, hat auch stark dagegen gehalten und ich sag mal, eigentlich ist es bitter, dass wir da nicht in Führung gegangen sind. Von Chancen hatten wir auf jeden Fall das deutliche Chancenplus gehabt. Und in der zweiten Halbzeit muss man einfach sagen, der Freistoß, das Gegentor war bitter. Zu uns hat der Schiedsrichter gesagt, er pfeift an. Plötzlich, während wir noch die Mauer stehen, schießt der Gegenspieler und kriegen den Ball rein. Bitter ist dann aber so, muss man durch. Und ja, dann kam eins zum anderen. Dann beim Gegentor hat sich unser Torwart dann auch nochmal doof verletzt. Und ja, dann kriegt man dann zum Schluss, wo dann noch ein Feldspieler, also in diesem Fall ich, ins Tor musste, zwei dumme Eigentore rein. Das Ergebnis ist in der Höhe definitiv zu hoch, muss man sagen. Ich glaube, wir haben da, auch wenn Ligwegen deutlich über uns steht, ganz gut dagegen gehalten. Und, aber ich denke trotzdem, dass man da auf die Leistung heute aufbauen kann. Und ich glaube auch, dass wir da die nächsten Spiele, dass da wieder ganz gut mit uns zu rechnen ist. Genau. Ja, da will ich mich tatsächlich jetzt einfach so anschließen, weil das eigentlich genau das war, was das Spiel war. Meiner Meinung nach, also erste Halbzeit waren wir meiner oder unserer Meinung nach klar besser. Ja, also ich denke, aufgrund der zweiten Halbzeit geht das auf jeden Fall in Ordnung, auch von der Höhe her. In der ersten Halbzeit haben wir es uns ein bisschen schwer gemacht, nicht rechtzeitig am Mann gewesen, immer ein bisschen hinterhergelaufen, zwei große Chancen noch vergeben. Ich denke, dann wird das Spiel auch ein bisschen einfacher, wenn wir am Anfang die Dinger machen. In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann mehr vorgenommen, griffiger dran zu sein. Ich denke, das haben wir auch dann gut hingekriegt. Natürlich mit dem ersten Tor. Die Hagenburger sagen, Schiedsrichter wollte anpfeifen. Hat er so nicht gesehen. Natürlich dann der Schlüsselmoment, wo es ein bisschen aufgeht, die Tür. Und dann wird es natürlich ein bisschen einfacher. Dann natürlich noch so ein abgefälschtes Ding. Aber ich denke, aufgrund der zweiten Halbzeit, wo wir die zwingenderen Torchancen hatten, geht das auch in der Höhe und vom Ergebnis her in Ordnung. Ja, was soll ich großartig sagen? In der ersten Halbzeit hat mir das Spiel der Mannschaft und meiner Mannschaft gar nicht gefallen. Das haben wir denen auch in der zweiten Halbzeit, in der Halbzeit gesagt. Haben uns das vorgenommen für die zweite Halbzeit. Das haben wir 1-0 umgesetzt und damit auch verdient gewonnen.